Jetzt? Ah, jetzt? Ja, bei mir würde das viel mehr Spaß machen, wenn du mit mir reden würdest. Also, wir stehen hier im Alt-Obersler Brauhaus zum Vetter. Nur Vetter. Nein, nicht Vetter. Vetter gibt's nicht mehr. Vetter gibt's nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. So ist das als Ober. Nicht wahr, Ursel? Okay, der Name steht außen dran. Und jetzt stehen wir aber hier drin. Also, was gibt es hier bei euch außer selbstgebrautes Bier? Jetzt zum Hessentag speziell. Oder? Genau, jetzt speziell zum Hessentag, denn wir berichten ja quasi live vom Hessentag, der morgen startet. Was habt ihr Besonderes vor? Im Keller, das ist also auch was ganz Besonderes, eine Blinden, eine Dunkelbar, gemeinsam mit dem Blindenbund Hessen. Live-Musik, Brauereiführung. Ja. Also zu essen und zu trinken gibt es natürlich auch natürlich, was. Natürlich, Hessentagsbier, ganz speziell vom Braumeister für den Hessentag gebraut. Ja, wunderbar. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizuschauen oder auch nicht zu schauen, wenn man in den Blindenkeller geht, in den Dunkelkeller, um einfach mal zu erfahren, wie ein Blinder in einem Restaurant zurechtkommen muss. Das finde ich eine tolle Idee. Und dazu gibt es dann das Hessentagsbier, wahrscheinlich auch was Leckeres zu essen. Ja, klar. Die normale, deftige Küche und mit Haxe, Schnitzel, allem, was dazugehört. Wunderbar, vielen Dank. Das soll es mal für heute gewesen sein. Wir kommen gerne nochmal vorbei, ja, wenn hier richtig Fall. Was los ist. Also kommt auf jeden Fall rein. Hier brummt der Bär, hier tanzt die Wutz. Also auf jeden Fall reinschauen. Ja? Wunderbar, vielen Dank.